10.130 Gramm. Ich bin also fast Leichtwanderer vom Basisgewicht her. Und das trotz eines extrem schweren Rucksacks. Überraschend. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Baseweight bei mir so gering ist. Gut, das liegt jetzt daran, Pärchenbonus. Pärchenbonus, sprich die Teilung von Gegenständen, die wir beide benutzen, dass wir uns sozusagen das Gewicht dann teilen, entspricht 4.180 Gramm, die ich, wenn ich nicht eine Evelyn dabei hätte, zusätzlich noch schleppen müsste. Bei genau der gleichen Ausrüstung, ja? Das Zelt alleine tragen, Kocher alleine tragen, Kessel alleine tragen, Erste-Hilfe-Set alleine tragen und so weiter. Dann wären wir bei genau 4.180 Gramm noch oben drauf. Dann wäre es durchaus eine schwere Tour, insbesondere eben durch das viele Kamera-Equipment. Interessant ist jetzt noch zu wissen, angenommen, ich würde nicht, nochmal Beine ausstrecken hier, winke, winke, angenommen, ich würde nicht das viele schwere Kamera-Equipment mitschleppen, ja? Dann würde ich nochmal 2,8 Kilo sparen. Und ohne Kamera-Equipment und trotzdem mit Freundin wäre ich dann nur noch bei tatsächlich knappen 7 Kilo. Ja? Gibt einem, also ein bisschen über 7 Kilo, aber das gibt einem schon zu denken. Dann würde man tatsächlich so eine Grönland-Tour als Leichtwanderung machen. Und in Anbetracht dessen, dass das Ganze als Leichtwanderung möglich ist, und man beim Zelt nochmal 700 Gramm pro Nase sparen könnte, wenn man ein Ultraleicht-Zelt nimmt, weil die wiegen auch für zwei Personen immer noch nur sowas um die 600 Gramm. Und man beim Schlafsack noch ein Kilt nehmen könnte, da würde man nochmal so 300 Gramm sparen. Dann hätte man schätzungsweise ungefähr schon ein Kilo weg, ja? Und dann sind es nicht mehr 7 Kilo und ein bisschen, sondern es sind nur 6 Kilo und ein bisschen. Und wenn ich jetzt dann logischerweise keine Daseinsberechtigung für so einen schweren Rucksack mehr habe und einen normalen Trekkingrucksack mitnehme, das muss ja gar kein Ultraleichter sein, es muss nur ein leichter, normaler Trekkingrucksack sein, der nur noch 1,5 Kilo wiegt, dann sind wir ganz nah an der 5 Kilo Grenze. Spare ich mir jetzt noch die zusätzlichen Kleidungsstücke, die jeweils dritte Schicht an Kleidung, dritte Unterhose, drittes Paar Socken, drittes T-Shirt und den dünnen Pulli, den uralten Pulli, den brauche ich auch nicht zwingend, da könnte man auch sagen, dann ziehe ich einfach alles an, was ich habe, wenn es kalt wird und habe halt keine Reserve mehr, kein zusätzliches isolierendes zweite Schicht Kleidungsstück, das nach Möglichkeit nicht nass werden soll und für Notfälle, falls ich mal durchweiche, aufgehoben werden soll, das ist nämlich die Funktion von dem Ding. Dann würde ich nochmal insgesamt 300-400 Gramm etwa einsparen und wäre dann zumindest, insbesondere dann, wenn ich noch Karte und Büchlein digitalisiere, wäre ich zumindest ganz, 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 ganz knapp im Ultraleichtbereich. Will ich das jetzt machen? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Da sehe ich hinten und vorne die Notwendigkeit nicht. Denn mit dem Basisgewicht von 10,13 Kilo in dem heftigen Rucksack, das merkst du wirklich nicht. Ja, du trägst es trotzdem. Du trägst es natürlich trotzdem und es wird deinen Energieverbrauch und deine körperliche Performance beeinflussen. Aber das tut nicht weh, das merke ich nicht, das nehme ich nicht als wirklich, wirklich schwere Belastung wahr. Jetzt ist natürlich das nur das Basisgewicht. Und die Tour soll ja 14 Tage dauern. Da kommen jetzt noch dazu 6 Kilo Essen, 1 Kilo Wasser, durchschnittlich. Das ist jetzt also, ich vermute mal, dass ich durchschnittlich einfach 1 Liter mit mir rumschleppen werde. Und 500 Gramm Brennstoff, also Benzin. Weil da wieder nur die Hälfte, die andere Hälfte trägt Chefin und damit dann nur 500 Gramm. Und dann kommen wir auf ein Gesamtgewicht, ein prognostiziertes Gesamtgewicht von 17 Kilo und 630 Gramm. Das ist für das Vermögen, was man mit dem Rucksack, den ich mitzunehmen gedenke, tragen kann, wirklich total easy peasy. Ja, das hatte ich bei meiner Schwedentour, hatte ich das am Schluss ungefähr. Da hatte ich vielleicht auch bei 16 Kilo, das kann auch sein. Aber und jetzt werde ich das am Anfang haben. Und da habe ich wirklich jetzt enorm an Gewicht abgenommen im Vergleich eben zur letzten Tour. Da war es mir auch nicht so wichtig, besonders Gewicht zu sparen. Das ist so, das hat mich nicht weiter groß gekümmert. Diesmal habe ich endlich in der normalen Ausrüstung
wirklich ordentlich nochmal Zeug weggelassen und nochmal ordentlich geguckt, wo kann man denn noch sparen, was kann man denn noch leichter nehmen, um die Kameraausrüstung halt mittragen zu können. Ja? Hatte ja letztes Mal keine so schwere. Hat sehr gut funktioniert, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, aber ich möchte bei dem, was ich jetzt dabei habe, wirklich nicht noch was weglassen. Nicht für eine 14-Tage-Tour, nicht in Grönland. Nee. Also auf keinen Fall die dritte Klamottengarnitur, die ist mir einfach als Reserve, wenn man doch mal nass wird, zu wichtig. Der Ultraleichte würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn der mal nass wird, ja, ich habe ja noch die Klamotten vom Schlafen. Dann laufe ich halt den ganzen Tag in nass rum, ziehe meine nassen Klamotten dann aus, schlafe in meinen trockenen Schlafklamotten, ziehe am nächsten Tag die nassen Klamotten wieder an und laufe in den nassen Klamotten weiter. Das wäre jetzt die Lösung, wenn man nur zwei Garnituren Klamotten hat, falls man unterwegs mal wirklich durchweicht. Ja? Halte ich für durchaus denkbar, aber mehr auch nicht. Ich mag das wirklich nicht machen wollen, weil ich dann zu sehr Angst hätte, dass ich da krank werde, schlicht und ergreifend. Wenn ich morgens, wenn es sowieso schon kalt ist, wenn der Körper noch nicht so auf Temperatur ist und man vielleicht auch gerade einen schlechten Tag erwischt und ohnehin nicht so los will, da traue ich mir wirklich von meiner Physiologie her nicht zu, dass ich dann möglicherweise noch richtig nasse Klamotten anziehe. Klar, das trocknet schnell, aber was ist, wenn es die ganze Nacht weiter geregnet hat? Dann trocknet es nämlich nicht schnell. Im Gegenteil, dann trocknet es so gut wie überhaupt nicht. Man kann es auch nicht mit in den Schlafsack reinnehmen zum Trocknen. Das kann man vielleicht mit ein paar Socken machen, aber mehr auch nicht. Bei einem Down-Schlafsack wäre ich sowieso nochmal vorsichtiger mit Dingen zum Trocknen mit in den Schlafsack nehmen. Ein Kunstfaserschlafsack, ja, kein Problem. Da kann man ein paar Socken kann man machen. Man kann auch vielleicht noch ein T-Shirt und ein paar Socken eventuell noch machen, wenn da genügend Wärmekapazitäten dabei sind. Mehr aber auch dann wirklich nicht mehr. Ja, also das Notreserve-Klamotten-Set würde mir wirklich, wirklich, wirklich fehlen. Ja, auch der zusätzliche Reserve-Pulli für den Fall, dass man mal draußen noch länger hocken möchte. Wenn ich jetzt ultralight wäre und das durchziehen wollte, würde ich halt sagen, ja gut, wenn es draußen kalt wird, dann gehe ich halt ins Zelt. So, ganz einfach. Brauche ich nicht noch eine zusätzliche Schicht, um draußen noch länger hocken zu können. Ich will aber gerne noch draußen länger hocken. Und das ist mir 200 Gramm wert. Muss man halt eben gucken, wie man das dann eben entsprechend managt und wie man das machen möchte. Ich denke nicht, dass es ultraleichter wäre, ein GPS zu nehmen im Vergleich zu meiner, angenommen, ich nehme jetzt nur den Tolino statt Kartenmaterial mit Kompass-Variante. Ich weiß nicht, was ein GPS wiegt, aber 150, 200 Gramm sicher auch. Ja, vielleicht gibt es da welche, die sind noch viel leichter. Die beiden zusammen, ja okay, die wiegen 250. Ja. Da könnte man vielleicht noch mal 100 Gramm sparen. Andererseits will ich mir nicht den Spaß nehmen lassen, weil es macht mir wirklich Spaß und Freude, ohne GPS zu navigieren. Ich habe draußen jetzt zwangsweise, weil ich halt Videos und Fotos machen möchte, einen Haufen Technik dabei. Ja? Zwangsweise. Das ist nicht, weil ich so gerne Technik draußen mitschleppe, sondern das ist, weil ich so gerne draußen Bildmaterial aufnehme, damit ich euch was mitbringen kann von der Tour. Am liebsten würde ich Trekkingtouren, angenommen, ich wollte kein Bildmaterial machen, ich wollte auch früher immer schon fotografieren und so weiter, ja, das ist mir einfach wichtig. Aber ansonsten würde ich gerne eine Tour vollständig ohne Elektronik durchziehen. Na, bestenfalls vielleicht noch mit einer Armbanduhr, damit man seinen Rückflug nicht verpasst. wenn überhaupt, dann braucht man die eigentlich auch nicht, nicht wirklich, ne? Man kann sich einen Kalender mitnehmen und die Tage zählen, das kriegt man da wahrscheinlich auch noch auf die Reihe. Das würde ich eigentlich gerne machen und das ist auch nochmal so ein Grund, weshalb es mir ja einfach das den Spaß auf der Tour erhöht, total oldschool mit Papier und Kompass zu navigieren. Gegebenenfalls noch mit einem barometrischen Höhenmesser, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es viele Höhenmeter eben entsprechend gibt, dann kann das die Navigation ja noch erheblich vereinfachen. Hatte ich, als ich in Jotunheim unterwegs war, also den höchsten Bergen Skandinaviens, hatte ich noch ein Höhenmesser dabei. Der war auch super hilfreich bei der Navigation. Ich wusste immer exakt, wo ich bin. Mit dem Höhenmesser noch dazu, mit Kompass und Karte, überhaupt kein Problem. Und das hat enorm Spaß gemacht und das möchte ich nicht mehr anders. Also klar, GPS ist super nützlich, ist in Notsituationen extrem hilfreich, bestimmt. Man kann sich wahrscheinlich überhaupt nicht verlaufen, wenn man das Ding dabei hat und nicht die Batterien ausfallen und so weiter. Auch die Stromversorgung wäre kein Problem, weil ich ja ohnehin ein krasses Solarpanel mitnehmen möchte, um den ganzen Strombedarf, den ich wegen dem Kameraequipment habe, zu decken. Wäre also kein Thema, mag ich aber nicht. Wäre aber wahrscheinlich ein bisschen leichter. Natürlich muss ich nicht das Top-Monroe-Spiel mitnehmen, aber ich weiß schon, dass es lustig werden wird. Und das ist auch wieder so ein bisschen was, es soll ja auch Spaß machen. Es ist zwar auch Arbeit in meinem Fall, aber es ist auch Urlaub. Und
Meine Güte, also das sind mir 60 Gramm wert, dass man dann einen Abend, einmal am Abend, eine Runde Top Monroe spielen kann und versucht, diese schrecklichen, schrecklichen Berge korrekt auszusprechen. Das Kamera-Equipment, wie gesagt, das ist alternativlos, das wird mitgenommen. Ich habe nicht das Geld, um mir jetzt eine Sony A7 Mark irgendwas zu kaufen, und die leichter ist, ja, die mit kleineren Objektiven teilweise arbeitet. Nein. Das Ding kostet so viel wie ein Kleinwagen. Vergiss es. Vergiss es. Und die Frage des Kochers, da könnte man auch nochmal Gewicht sparen, aber dann hätte man halt nicht die Sicherheit, auf jeden Fall einen nutzbaren Brennstoff anzutreffen. Ja, hätte man dann nicht. Vielleicht könnte man das noch besser planen, dass man wirklich sicher sein könnte, dass man da den richtigen Brennstoff antrifft. Man könnte ihn per Post vielleicht hinschicken. Wenn man das rechtzeitig genug macht, geht es vielleicht mit Schiff rüber. Eine Gaskartusche mit dem Flieger verschicken geht ja auch nicht als Fracht. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand und kann es mir in die Kommentare schreiben. Ich würde ultraleicht sicherlich das hier weglassen, allein schon aus Prinzip. Natürlich sind das nur 90 Gramm, aber ich würde es trotzdem, denke ich, weglassen, einfach um, habe ich ja gesagt. Man könnte vielleicht noch ein bisschen Hygieneartikel noch ein bisschen stärker rationieren. Aber das muss ich echt nicht haben. Das Einzige, worüber man nachdenken könnte, wäre tatsächlich so ein Zelt, und das ist einfach saumäßig teuer. So, jetzt wollte jemand wissen, wo denn die Sicherheitsrisiken von Klassisch-Trekking geringer sind als bei Ultralight-Trekking. Na, erstens der zusätzliche Satz Klamotten. Ne? Hypothermie, erfrieren. Risiko ist geringer, wenn du mehr Ersatzklamotten hast, die du bei einem Notfall anziehen kannst. Wenn du aus irgendwelchen Gründen so nass geworden bist und es gerade so kalt ist, dass es dir nicht leisten kannst, deine Klamotten trocken zu laufen. Oder der Tag ist schon weit fortgeschritten und du hast einfach nicht die physische, körperliche Stärke, jetzt einfach nochmal 10 Kilometer weiter zu rennen und danach sind die Klamotten trocken, auch wenn du vorher ins Eiswasser gefallen bist. Ja, das habe ich nämlich nicht, das kann ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die Ultralight-Touren machen, die dann auch das Ganze als sportliche Herausforderung sehen und Statur und Physiologie eines Marathonläufers haben. Oder sogar eines Ironman, also das Ding auf Hawaii. Ne? Das in dem Fall sicher, klar. Mhm. Aber ich kann das nicht. Und die meisten, die hier meinem Kanal zuschauen, die können das auch nicht. Und ich möchte gerne das, was ich hier an Trekking und so weiter und so fort erkläre und mache und aufbereite, möchte ich gerne so halten, dass es gemütlicher Breitensport ist. Und da halte ich es für wichtig, dass man gewisse Sicherheitsreserven hat. Und dazu gehört sicherlich auch ein schönes, großes, wirklich stabiles Vier-Jahreszeiten-Zelt, wenn man in der Arktis unterwegs ist. Jetzt sind diese Tuben Fiber schießt mich tot Ultralight Zelt nicht instabil. Ja, das ist mir auch klar. Aber es gibt auch Berichte und es gibt auch Nachteile von diesen Dyneema Tuben Fiber Gedönse. Ja, das ist nicht nur toll, das hat auch Nachteile. Das kann delaminieren. Zum Beispiel, ja, und wenn da mal ein Risschen drin ist, dann kann es auch weiter einreißen, weil es unglaublich dünn ist. Natürlich, das Material an sich ist unglaublich stabil, aber es wird auch in super, super, super dünnen Stärken nur verarbeitet. Und es kann, und es gibt von Händlern, die so ein Zeug verkaufen, da habe ich nämlich eben schon das ein oder andere eben gelesen, weil ich einfach mal wissen wollte, was kostet denn das, wo kriegt man das denn in Deutschland vielleicht einigermaßen bezahlbar, Und bei denen steht auch dabei, und das hat mich ein bisschen irritiert, bei den Händlern, da sollte man meinen, die kennen sich mit ihren Produkten aus, also zumindest ich gehe davon aus, schreiben die so Dinge dazu, und das habe ich mehrfach gelesen bei mehreren Händlern, die sonst unterschiedliche Texte hatten, aber bei mehreren stand dabei, für ein Zelt dieser Gewichtsklasse super stabil. Das ist toll, ja, das ist auch toll, und ich zweifle nicht dran, dass dieses Zelt super stabil ist für seine Gewichtsklasse. Warum schreibt jetzt der Händler dazu, für seine Gewichtsklasse super stabil? Will der Händler auch noch normale Zelte verkaufen? Mit Sicherheit. Aber da normale Zelte im Regelfall tatsächlich noch mal billiger sind als diese krassen Cuban Fiber Ultra Light Dinger, warum schreibt der Händler dann nicht hin, das ultimative Zelt? Besser als alles andere. Fertig. Und dann kommt noch dazu das Problem mit dem Kondenswasser, dass in diesen ultraleicht Superzelten tendenziell noch mal sehr viel höher bis höher ist als in einem Doppelwandzelt. Das ist ja deswegen ein Doppelwandzelt, damit sich erheblich weniger Kondenswasser bildet. Und das funktioniert im Regelfall, insbesondere wenn man es in Grönland in den Wind stellt, dann funktioniert das sehr, 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 sehr gut. Oder in Skandinavien in den Wind stellt oder sonst wo, wo es halt Wind gibt.
Da hast du so gut wie überhaupt kein Kondenswasser. Und wenn ich in einem feuchtigkeitsempfindlichen Daunenschlafsack übernachte, dann möchte ich in meinem Zelt nach Möglichkeit kein Kondenswasser haben. Das ist mir dann wirklich unangenehm, wenn es da auf meinen Schlafsack runtertropft. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden mit dem Kondenswasser. Es gibt Situationen, da hat jedes Zelt Kondenswasser. Klar, keine Frage, aber bei diesen Einwandkonstruktionen dieser Ultraleitzelte ist das mehr. Bei der geringeren Stabilität, ich weiß nicht, wie viel geringer, ja, dazu gibt es keine genauen statistischen Zahlen und so weiter und so fort, dieser Ultraleitzelte, die sie wohl haben, nach dem, was ich bisher herausgefunden habe, ja, wenn du mir irgendwelche tollen Tests von irgendwelchen Prüflaboren vorlegen kannst, die feststellen, dass diese Cuban Fiber Zelte mindestens genauso stabil oder sogar noch stabiler sind als ein Abisko Light 2 meinetwegen. Gut, ja, okay, aber bisher habe ich sowas noch nicht gefunden und ich habe danach gesucht. Vielleicht war ich einfach unfähig, ich weiß es nicht, aber die Indizien, die ich bisher gefunden habe, weisen darauf hin, dass sie zwar viel stabiler sind, als man denkt, diese 600 Gramm Zelte, aber nicht so stabil wie ein Vierjahreszeitenzelt, das dafür gebaut ist, genau in so einem Gebiet wie Grönland verwendet zu werden. Ja? Das ist gemacht für Skandinavien, für Bergtundra, für damit auch Grönland. Ja? Unterscheidet sich nicht so sehr, ist nur noch mal ein Stückchen nördlicher gegebenenfalls. Wobei wir ja nicht so weit im Norden sind, sondern eher im relativ südlichen Bereich. Was gut ist, weil im Norden ist Schnee, Eis, Packeis, Inlandeis. Da schauen wir ja auch noch vorbei. Ja, also das sind so meine Überlegungen, ja, und ich möchte, aber wenn der große Sturm kommt, möchte ich gerne, und das Risiko besteht, wenn man in der Arktis unterwegs ist, immer, dass ein wirklich, wirklich krasser Sturm kommt, dann kommt es mir schon drauf an, ob mein Zelt 120 km Windgeschwindigkeit aushält oder 90 oder 70, ja? Weiß ich nicht, wie viel dann jedenfalls, aber das spielt dann für mich schon eine Rolle. Und dann kommt noch der Wärmeeffekt dazu, ein Zelt mit Innenzelt ist wärmer als ein Einwandzelt. Das ist so. Insbesondere wenn dieses Einwandzelt zum Belüften quasi ein gewisser Durchzug im Zelt herrschen muss. Ist es warm? Scheißegal, das ist eher angenehm. Ist es kalt? Will ich keinen Durchzug in meinem Zelt. Ich will Durchzug um mein Innenzelt, damit ich nicht so viel Kondenswasser kriege. Ich will aber keinen Wind im Innenzelt und das Innenzelt von diesem Zelt hier ist winddicht. Das heißt, du hast da innen drin wirklich so eine 3-4 Grad wärmere und das macht richtig was aus, kleinen Aufenthaltsbereich. Du bist sozusagen fast schon wieder drinnen. Zwar nur durch einen Millimeter gefühlt Stoff von draußen getrennt, also zweimal einen Millimeter, weil es ist ja doppelwandig. Aber ja, das ist, für mich spielt das eine Rolle. Ist ja in Ordnung. Ich finde diese Ultraleichtzelte, wenn die nicht so schweineteuer wären, finde ich die wirklich attraktiv und ich hätte so ein Ding gerne. Daunenschlafsack per se ist ja auch nochmal ein Sicherheitsrisiko. Man muss ja, also, ne, das, jetzt werden sich die Daunenfreunde wahnsinnig aufregen. Oh, das ist doch kein Sicherheitsrisiko, das ist voll leicht und toll und super und Naturprodukt. Stimmt ja auch alles, aber wenn er dann doch mal nass wird, ja, wenn er dann doch mal richtig nass wird. Das passiert nicht, ich bin Profi, bei mir passiert das nicht. Aber was, wenn er doch nass wird, ja? Der nicht ultraleichte hat unter Umständen wirklich einen 2 Kilo Kunstfaserschlafsack dabei. Dann ist er deutlich schwerer auch unterwegs als ich jetzt mit meinem Daunenschlafsack. Klar, ich habe jetzt auch einen Daunenschlafsack dabei. Ja, mache ich halt, weil ich die Kamera-Equipment mitschleppen möchte. Das war so für mich die Überlegung. Kamera-Equipment, okay, nimmst du mit, aber dann nimmst du einen Daunenschlafsack. Ich fühle mich aber mit einem Kunstfaserschlafsack nach wie vor einfach wegen seiner Redundanz, wegen der Möglichkeit, ihn über dem Feuer zu trocknen, ihn sonst wo zu trocknen und überhaupt ihn trocknen zu bekommen, ohne gleich einen Trockner dazu haben. Das ist eine Eigenschaft, die ich an Kunstfaserschlafsäcken sehr, 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 sehr mag. Auch wenn das so ziemlich die einzige Eigenschaft ist, die sie Daunenschlafsäcken vorneweg haben. Ja? Sie sind für nasse Gebiete besser. Unter Umständen. Ja? Wenn der Daunenschlafsack mal nass wird. Und klar, man kann sagen, passiert mir nicht, ich bin super, super Ultra-Profi und was, wenn doch, ja, dann rufe ich, dann weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mache. Wenn mein Daunenschlafsack jetzt nass wird, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Und deswegen bin ich froh, dass ich ein Zelt habe, bei dem zumindest die Chance, dass es im Zelt zu sinnflutartigen Kondenswasserregenfällen kommt oder dass mir mein Zelt reißt, so gering wie möglich ist. Und das ist so der Unterschied, weshalb ich nicht noch 5 Kilo einsparen möchte bei meinem Baseweight und ultraleicht unterwegs sein möchte. Das ist so der Grund. Ne? Ja,
Das hatte nämlich jemand konkret nachgefragt. Für mich, ja, und in Grönland, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in von mir aus auch großen Teilen Schwedens oder Norwegens, kein Thema. Ja, Ultraleit sofort, kein Problem. Ja, Schlafsack wird nass, Zelt reißt, 30, 40, 50 Kilometer bis zum nächsten Dorf, bis zur nächsten Straße, wo man sich Rettung holen kann. Okay, dann fände ich das noch vertretbar. Für mich, für mein persönliches Sicherheitsrisiko. In Grönland, in der Mitte der Tour, bist du 80 Kilometer zur jeweiligen nächsten Siedlung weg. Ja? Wenn du dann ein bisschen näher am Ziel bist, bist du nur noch 60, 70, 80, 50 Kilometer vom nächstmöglichen Zivilisationspunkt weg. Und wenn du erst seit 3 Tagen unterwegs bist, dann ist der nächste Punkt natürlich da, wo du losgelaufen bist. Das ist mir zu weit. Das ist mir einfach zu weit. Bei einer wirklich völlig ab der Zivilisation-Tour ist mir das zu krass. Ich kann nicht 50 Kilometer am Stück laufen, nachdem mein Schlafsack nass geworden ist. Ich kann auch nicht 40 Kilometer am Stück laufen. Na, vielleicht kann ich nur 40 Kilometer am Stück laufen, wenn mein Schlafsack nass geworden ist. 40 Kilometer vielleicht. 50 bestimmt nicht. Und das schon gar nicht im Gelände von Grönland. Ja? Wir reden hier nicht gemütliche Straße. Wir reden hier nicht von einem schönen, gepflegten Waldweg mit einem schönen, weichen Boden. Wir reden hier von Grönland. Ja? So, und deswegen, ich mache das nicht ultraleicht. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es ist dann sicherlich keine gute Idee, wenn man ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit hat. Wenn man so gut wie überhaupt kein Risiko eingehen möchte, dass man nicht wiederkommt. Und schon dann, und das ist jetzt was, was hoffentlich alle anderen Geschlechtsgenossen bitte nachvollziehen können, erst dann nicht, wenn man seine Freundin dabei hat. Hm? So, das wäre das dann gewesen zum Thema. Und was jetzt noch fehlt, das wurde nämlich auch noch nachgefragt, wie machst du das mit dem Essen? Ich habe jetzt gesagt, 6 Kilo Essen. Ja, warum 6 Kilo Essen? 400 Gramm pro Tag. Was nimmt man denn da so mit an Essen? Ach, ich mache mal kurz einen Schnitt. Fangen wir mal spaßeshalber an mit einem Mittagessen. Beispiel, eine Beefy und ein großes Corny. Großes Corny hat 445 Kalorien pro 100 Gramm. Ein so ein Riegel hat 50 Gramm. Okay, sind 220 Kalorien, irgendwie sowas. Für so einen 50 Gramm Riegel ist das sehr gut. Grundsätzlich gilt, auf die Kalorien gucken. Lebensmittel, ich habe das mal ein ausführliches Video zu gemacht, ich mache es jetzt noch kurz, einfach um das nochmal ein bisschen zu rekapitulieren. Mache ich es relativ kurz. Ich verlinke aber, wenn ich dran denke, noch auf das ausführliche Video. Alles über 400 Kalorien pro 100 Gramm ist tracking-tauglich. Alles unter, also für meiner persönlichen Meinung nach, alles unter 400 Kalorien pro 100 Gramm ist nicht tracking-tauglich. Es sei denn, es handelt sich um irgendeinen Gegenstand, den man als Notfall-Emotional-Essen dabei hat. Also irgendwas, was einem so unglaublich gut schmeckt, dass es einen nach 3 Tagen Regenwetter mental wieder aufrichten kann. Dann kann man es mitnehmen, dann macht es Sinn, dann hat es eine Funktion. Aber wenn es wirklich nur darum geht, Nahrung zu sein, nichts unter 400 Kalorien pro 100 Gramm mitnehmen. Eine Beefy, 511 Kalorien pro 100 Gramm. Die wiegt jetzt nur 25 Gramm. Beides zusammen werden 75 Gramm. Was würde ich dazu noch mitnehmen? Ein paar Erdnüsse, ein paar Macadamia-Nüsse, vor allen Dingen Macadamia-Nüsse. Cashew-Kerne, irgendwie sowas. Trockenobst, Dörrobst und so weiter und so fort wird auch gerne mitgenommen. Ist auch nicht schlecht, kommt aber bei den meisten Fällen nicht über die 400 Kalorien pro 100 Gramm Grenze. Davon abgesehen schmeckt es mir nicht. Ja. Aber das wäre jetzt ein Beispiel für ein Mittagessen. Ein paar Nüsschen, was Schokoladiges, Haferflockiges, immer sehr effizient. Und wer mag und wer es braucht, und für mich ist es einfach wirklich so ein Faktor, wo ich das Gefühl habe, dass es mir Kraft gibt, ein bisschen was Fleischiges. Ja. Beispielsweise eben. Also Beefy ist mit einer der kalorienreichsten Würste, die man kaufen kann. Ich habe verglichen. Ihr findet kaum Würste über 500 Kalorien pro 100 Gramm. Beefy hat sie. Landjäger. Es gibt teilweise noch krassere Landjäger, als es Beefy gibt. Ja, das ist nochmal so eine Sache, die man da noch in Erfahrung und Erwägung ziehen kann. Zum Frühstück gibt es schlicht und ergreifend Müsli. Denk dir irgendeine Müsli-Mischung aus, die dir schmeckt. Guck, wie viel Kalorien hat die pro 100 Gramm. Wenn es über 400 sind, wunderbar, mitnehmen. Man kann natürlich auch mehrere nehmen. Man kann auch einzelne Müsli-Zutaten mitnehmen und dann unterwegs kombinieren, wenn man mal Lust hat auf mehr Nüsse, mal Lust auf mehr Schokolade, mal mehr Lust auf Trockenfrüchte, wenn man die dann mag. Grundsätzlich, Müsli ohne irgendwas drin, rein Haferflocken, kommt schon fast über 400, ich glaube 380, irgendwie sowas.
so ein bisschen Schokolade reinschmeißen, ein paar Nüsschen reinschmeißen und man ist locker über die 400. Man kann sich auch Müslis zusammenmixen, die mehr auf Nüssen basieren, die mehr auf Fettgehalt basieren, dann kommt man auf fast 500 Gramm. So, jetzt haben wir 125 Gramm Frühstück. 125 Gramm Müsli zum Frühstück. Also 100 Gramm Müsli und 25 Gramm Milchpulver, so rechne ich immer. Milchpulver brauchst du natürlich auch, sonst hast du keine Milch zum Frühstück. Gibt es relativ günstig im Internet zu bestellen, das findet ihr dann auch im entsprechend anderen Video. Zum Mittag habe ich immer 100 Gramm, habe ich ja schon gesagt, 25 Gramm Bifi, 50 Gramm Corny, meinetwegen 25 Gramm Nüsschen. Also das Müsli zusammen hat etwa 5 bis 550 bis im Idealfall 600 Kalorien zum Frühstück. Zum Mittag, das Ding hat 125 Kalorien, 220, ein paar sehr energiereiche Nüsse, kommt man auf, wenn man Glück hat, 500. Ja, lass es 450 bis 500 sein. Also Frühstück im Idealfall 500-600, 500 Mittagessen und jetzt bleiben noch 900 übrig, damit man, wenn man überhaupt dieses Ziel hat, auf seine 2000 Kalorien am Tag kommen möchte. Das bedeutet, man hat jetzt noch in Gramm 175 Gramm Reserve fürs Abendessen. So, mit 175 Gramm kann man Folgendes zum Abendessen mitnehmen. Beine eingeschlafen. Wenn ich die ganze Zeit im Schneidersitz hocke, dann gibt es irgendwann sehr steife Beine. Ich muss mal umwechseln. So, jetzt folgendes. Expeditionsnahrung, ja? Trekkingnahrung. Man kennt sie, diese Tüten. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Gibt es in verschiedenen Preislagen. Von teuer bis sehr, sehr teuer. Billig gibt es nicht. Nein, gibt es wirklich nicht. Es gibt, ja. Also ich finde selbst die günstigsten, die es gibt, immer noch relativ teuer. Gibt es in so schönen Geschmacksrichtungen wie Sahnennudeln mit Hühnchen und Spinat oder Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Und so eine Tüte wiegt meistens sowas um die 150, 140 bis zu 160. Das sind so die Durchschnittswerte. Die wiegt 150, die wiegt auch 150. Füllgewicht hat dann 6, also die hier hat knapp 700 Kalorien. 710. Das Ding hier hätte, das ist nicht ganz so viel, das hat nur 600. So, wir sind also jetzt bei etwa 1700, 1800 Kalorien pro Tag. Und die Dinger wiegen jetzt nicht 175 Gramm, die wir eigentlich hätten, sondern nur 150 Gramm. Jetzt muss man wissen, die Tüte, wenn man sie nicht wegwerfen kann, muss man sie mittragen und dann wiegt sie auch nochmal 10 Gramm. Man sollte die Tüte also noch im Hinterkopf behalten. Und dann kommen wir auf 390 Gramm, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, an Nahrungsmittel pro Tag bei so einem Szenario. Was hier drin ist, für teures Geld zu haben, kann man sich auch mit den gleichen Zutaten, indem man sie einzeln kauft, selber zusammenmischen. Man kann sich einfach daheim was kochen, das Ganze dehydrieren, also in einem Dörrautomat dörren und als Pulveressen mitnehmen. Muss man nur noch heißes Wasser drüber kippen und dann wird es fertig. Das gilt hier auch, heißes Wasser drüber kippen und dann wird es fertig. Unterschiede zwischen diesen kaufbaren, sehr teuren Mahlzeiten und denen, die man sich selber mit ein bisschen Aufwand zusammenmixen kann, sehe ich nicht. Im Gegenteil. Naja, okay, vielleicht sind die hier, teilweise sind die richtig lecker. Teilweise, also mir schmecken sie teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das, was ich bisher daheim so zusammengemixt habe, zusammen mit Chefin, war in Ordnung bis okay bis gut. Ja, irgendwo so um den Dreh. Richtig lecker haben wir noch nicht hinbekommen. Durchschnittlich finde ich die hier allerdings auch nur okay bis gut. Ganz selten richtig lecker. Dazu kommt natürlich noch, dass ich die meistens wirklich nur esse, wenn ich auf Tour unterwegs bin. Und wenn du abends eine heiße Mahlzeit bekommst, dann schmeckt die immer gut. Da könntest du aufgeweichte Pappe essen, die würde trotzdem schmecken. Mit entsprechend Hunger. Gut, und jetzt nochmal die Anmerkung, eben auch aus dem, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Ja, aber das sind ja höchstens, allerhöchstens, ja. Wenn man sich da irgendwas zusammenmixt, was so richtig kalorienreich ist, was 500, 600 Kalorien pro 100 Gramm hat fürs Abendessen, dann kommst du höchstens auf deine 2000. Vielleicht kommst du auf 2100 Kalorien am Tag, wenn du sagst, du willst nur 400 Gramm an Nahrung mitnehmen pro Tag. So, das reicht ja nicht. Das reicht hinten und vorne nicht. Wenn man jetzt allerdings weiß, man braucht
wenn man gerade mit Stöcken unterwegs ist und mit einem schweren Rucksack pro Stunde wandern, locker, also so als Durchschnittsmensch 400 Kalorien. Also ein bisschen kräftigerer, sagen wir mal ein bisschen dickerer Durchschnittsmensch, kann man auch locker mal 500 Kalorien verbrauchen pro Stunde. Jetzt gehst du am Tag meinetwegen 6, 7 Stunden rumlatschen. Von mir aus auch 8 oder 9 oder 10, soll es auch geben. Da kommst du auf Kalorien, also auf Werte an Energie, die du benötigst, die kannst du niemals rumschleppen. Ja? Wenn du für 2000 Kalorien an Nahrung ungefähr 400 Gramm mitschleppen musst, dann müsstest du ja um bei, sagen wir mal, du rennst wirklich mal 10 Stunden am Tag und brauchst 500 Kalorien, weil du ein kräftiges Kerlchen bist. Ja, dann brauchst du plus deinen Grundumsatz von eben diesen durchschnittlichen 2000 Kalorien, dann bist du bei 7000 Kalorien pro Tag. Das ist jetzt zwar wirklich ein Extremfall, aber lass es auch nur 5000 Kalorien pro Tag sein oder von mir aus auch nur 4000. Selbst wenn du nur 4000 brauchen würdest, weil du so ein richtig schön energieeffizientes, dünnes Spargeltarzähnchen bist oder eine Frau, nicht böse gemeint, aber die haben halt immer generell einen geringeren Energieumsatz pro Stunde, die sie rumlatschen. Selbst dann müsstest du 800 Gramm pro Tag rumtragen. Ja? Und wenn du 10 Tage unterwegs bist, sind das 8 Kilo. Wenn du nur 400 Gramm schleppst, dann sind es nur 4 Kilo. Ist ein gewisser Unterschied. Es geht so weit, dass ich sagen würde, okay, 8 Kilo kannst du vielleicht noch tragen, aber wenn du dann versuchst, 20 Tage unterwegs zu sein, was du wahrscheinlich nicht versuchen würdest, dann müsstest du 16 Kilo mitschleppen. Wenn du dann ein Basisgewicht von nur 10 Kilo hast, okay, dann pack da noch 16 drauf, dann bist du bei 26 Kilo. Macht das noch Spaß? Wahrscheinlich nicht. Und da halte ich es, wie viele andere Wanderer und auch wie Freundin, die ja auch weit gewandert ist, gerne so, dass ich mit ein bisschen Mangelernährung eben zurechtkomme. Ja, man hat ja genügend Speckreserven. Ich denke, die ein oder andere Einstellung wird es gegeben haben, wo man das sieht. Das ist schon etwas eng, das Ding, was ich hier anhabe. Und diese Speckreserven dürfen gerne mal ein bisschen aufgebraucht werden. Ja, also ich wiege derzeit 103. Eigentlich sollte ich so von meiner Körpergröße her, also ich habe mal 83 gewogen, da ging es mir eigentlich ganz gut. Gut, das muss nicht sein. 83, da war ich auch nicht, da war ich auch nicht sehr muskulös, ja. Nicht, dass ich jetzt besonders muskulös wäre. Aber 83 muss nicht sein. Aber auf 90 runter wäre eigentlich ganz schön. Und im Rahmen so einer Tour kann man dann halt locker mal, wenn man, sagen wir mal, 3000 Kalorien Defizit pro Tag hat, dann nimmt man pro Tag 300 Gramm ab. Ja? Nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich. Und 10 Tage, 3 Kilo, 14 Tage, 4,2 Kilo und wahrscheinlich ist es sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, das ist einfach eine schöne Gelegenheit, um mal ein bisschen überschüssige Funde loszuwerden. Und ich kann es jedem nur empfehlen, eben das für sowas zu nutzen, weil du hast nicht mehr zu essen dabei. Du brauchst dich nicht quälen damit, versuchen den Kühlschrank zu ignorieren, sondern es gibt einfach nicht mehr und dann hast du auch nicht so diese Leidenssituation, oh, jetzt ein Schnitzel. Gibt's nicht, ja. Du denkst vielleicht trotzdem, oh, jetzt ein Schnitzel, aber man palpiert relativ schnell, dass die Option auf ein Schnitzel einfach nicht vorhanden ist. Und dann hört das Hirn auch relativ schnell auf, zumindest ist es bei mir so, mir zu suggerieren, dass ich jetzt ein Schnitzel haben möchte. Auch wenn es schön wäre. ja, und so mache ich das eigentlich seit immer bei der Tourenverpflegung, dass ich versuche, auf so etwa 1800 Kalorien zu kommen. An manchen Tagen mal 2200, wenn es mal so ein Luxustag ist. Und wieso habe ich jetzt 6 Kilo Essen eingerechnet? Wobei man doch bei 400 Gramm pro Tag eigentlich nur auf 4,6 Kilo kommen würde. Oder? Na Quatsch, auf 5,6 Kilo, ja. Das heißt, da sind noch 400 Gramm Reserve drin. Das ist für so Sonderleckereien. Also zum Beispiel, ich habe immer so ein Trockenfleisch dabei, Beef Jerky. Auch gerne mal so ein paar luftgetrocknete Salami, also sowas ähnliches wie Cabanossi. Cabanossi per se mag ich nicht, ich mag den Geschmack von denen nicht. Lieber so diese ganz langen, super dünnen Salami-Stangen. Die habe ich wahnsinnig gerne noch auf Tour dabei. Meistens ist es Fleisch, was ich eben noch als Sondersupernahrung mitnehme. Und ja, die ist halt einfach für Situationen, wo du nicht mehr magst, wo du mental am Ende bist und dann isst du was auf deinem super Sonderproviant und dann geht's dir wieder gut. So, was ich bei der Kalkulation auch nicht drin habe, ist, dass ich wahrscheinlich noch irgendwas mitnehmen muss, weil Chefin hat unterwegs Geburtstag und da muss ich auch noch was. Aber verratet es ihr nicht.
Das heißt, die Essenskalkulation. Ich möchte trotzdem bei 6 Kilo bleiben. Das heißt, ich werde an manchen Tagen auch nicht 400 Gramm dabei haben, sondern nur 375. Aha. So von der Kalkulation her. Es sollen durchschnittlich 400 Gramm sein. Und dann eben noch diese die zusätzlichen 400 Gramm eben für den Bonuskrempel und so weiter und so fort. Und ich denke, da ist dann 6 Kilo wirklich realistisch und das ist auch machbar. Und ich hatte auch schon weniger zu essen dabei. Ich habe auch schon Touren gemacht mit 100 Gramm Frühstück. Inklusive Milchpulver, 100 Gramm Mittagessen, komplett mit allem und 150 Gramm Abendessen, sprich also nur 350 Gramm Nahrung pro Tag. Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch überlegt, war auch okay. Man leidet da gar nicht so sehr, wie man denkt, weil der Körper gewöhnt sich relativ schnell an die vergleichsweise maue Nahrungssituation. Und auch wenn man nur 1600, selbst als schwerer, größerer Mensch nur 1600 Kalorien am Tag zu sich nimmt, dann reicht das immer noch, um den Bedarf an Eiweiß und Kohlenhydraten, den man so dringend hat, zu decken. Und man kann die restlichen Kalorien, die einem fehlen, problemlos aus der körpereigenen Fettverbrennung nehmen. Das macht wirklich überhaupt nichts. Und ja, was werde ich verbrauchen? So etwa 5 Kilo Fett von mir aus, sagen wir jetzt mal auf der Tour. Ja, ich habe locker 15. Locker! Oh. Und das noch, und dann bin ich erst auf einem gesunden Gewicht, ja? Auf einem gesunden Gewicht bin ich dann erst. Das ist noch längst nicht irgendwie, auch nur ansatzweise dünn. Von daher, ein Thema ist es natürlich für Leute, die per se sowieso schon sehr dünn sind, ja? Also wenn der liebe Fragesteller ein solcher ist, ja okay, ja, dann ist das natürlich schon problematisch. Ja, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Habe ich nie drüber nachgedacht, was man denn in so einer Situation dann bitte machen soll. Ich denke auch, jemand, der kaum Übergewicht hat oder gar keins, der müsste vielleicht wirklich ein bisschen zusätzliche Nahrung noch mitnehmen, eventuell. Ja, das könnte schon sein. Aber auch so jemand hat ja meistens noch genügend Fett für 15, 20, 30.000 extra Kalorien. Müsste man halt vielleicht schauen, dass die Tour nicht ganz so lang wird. Ja, das wäre jetzt so spontan meine Überlegung, was man da dann macht. Portionsgrößen, die hier rauskommen bei diesen Tüten, das ist schon relativ viel. Da hat man schon das Gefühl, man hat viel gegessen. Auch wenn es nicht so viele Kalorien insgesamt sind, aber man hat schon ein gutes sättigendes Gefühl. Gleich halt eben bei Sachen, die man selber machen kann, die das gleiche wiegen. Das ist ungefähr die gleiche Portion, ja. Da gibt es keine Wunder, keine Überraschungen, keine Zauberei. Ungefähr darauf läuft es hinaus. Also diese Einteilung Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das kriegst du tendenziell vielleicht besser hin, wenn du ohnehin jemand bist, der relativ viele Energiereserven mit sich rumschleppt. Das wird vielleicht schwierig, wenn man ein recht dünnes Persönchen und insbesondere noch vielleicht zusätzlich weiblich. Hat auf den Stoffwechsel ja Auswirkungen. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass Frauen das nicht können. Meine kann es hervorragend, solche Touren und so weiter und so fort. Aber manches läuft einfach biologisch gesehen nun mal anders. Ist halt so. Jo. Und dann könnte das problematisch werden. Gegebenenfalls. Aber ich denke ansonsten, und das möchte ich jetzt nochmal als Schlusswort hinzufügen, was wir eben nicht tun sollten, auch wenn es in den Kommentaren hin und wieder steht, ist uns als Otto-Normalverbraucher zu sehr mit einem Fuhhiker aus Amerika vergleichen. Denn erstens, das sind ganz wenige. Das sind ganz wenige sozusagen Spitzensportler-Wanderer. Es gibt ja keine Wander-Weltmeisterschaft. Deswegen weiß man auch nicht, wer der Weltmeister im Wandern ist. Aber 3500 Kilometer am Stück in maximal einem halben Jahr, weil länger ist die Saison nicht, also je nachdem, welchen Weg da gelaufen wird, zurückzulegen, ist eine mordsmäßig krasse sportliche Leistung. Ja, das können wir schon so sagen, wie es ist. Das ist es. Deswegen schaffen wir auch nur einer von fünf, die momentan diese Two-Hikes anfangen, die vorhaben, das Ding durchzulaufen, von denen schafft es einer von fünf. Ja, die haben 20% Erfolgsrate gerade. Das ist nicht so viel. Und es sind auch nicht so viele, die das tun. Man hat irgendwie das Gefühl, jetzt im Internet, wenn die aus allen Löchern schießen, diese Fuhhiker, dass es von denen unglaublich viele gibt. Nö, das sind so 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pro riesigen amerikanischen Fernwanderweg. Und das sind 3 Stück in komplett Amerika. Und der eine, den machen bloß 500 Leute pro Jahr. Und die anderen beiden, ja, vielleicht so 4.000, 5.000 oder irgendwie sowas. Ja, und von denen kommen dann etwa 2.000 an. Boah. Ja, und der Rest nicht. Natürlich gibt es noch einen Haufen Leute, die wie Otto-Normalverbraucher, wie wir, die wir jetzt eventuell uns für Trekking interessieren,
zwei Wochen laufen, ja? Oder eine Woche oder auch mal nur drei Tage. Section Hiking, wie das so schön in Amiland heißt. Und durch diese lauten und viel lärmproduzierenden, das meine ich jetzt nicht negativ, ja, aber die fallen halt auf, diese Fu-Hiker, hat man jetzt irgendwie so den Eindruck, ach, die machen alle Fu-Hikes. Ja. Section Hiking ist irgendwie für Weicheier und der richtige Wanderer, der muss einen Fu-Hike machen. Und deswegen muss man unbedingt ultraleit unterwegs sein, weil die Fu-Hiker alle ultraleit sind. Das kann ich schon verstehen, dass man dann gerne ultraleit ist, weil was man da seinen Gelenken und Knochen und Muskulatur und so weiter und so fort abverlangt über so eine lange Strecke. Ja, das ist schon ordentlich, ja. Also Homo sapiens kann 3500 Kilometer am Stück laufen, aber nicht jedes Individuum von Homo sapiens. Einzelne sportliche Individuen, die schon. Ja, das ist nicht für jeden. Und das ist, denke ich, was, wovor wir wirklich runterkommen müssen bei dieser ganzen Wanderdiskussion. Ein Fu-Hike ist eine Extremleistung. Das ist nicht normal. Ja? So, das wollte ich nochmal hinzufügen. Also, klar kann man sich den einen oder anderen Trick von einem Fu-Hiker abgucken. Aber jetzt komplett ein Fu-Hiker sein wollen, nur weil man jetzt gesehen hat, dass die das können. Wenn du weißt, du bist ein sportliches Kerlchen, ja, okay. Wenn du weißt, du hast einen eisernen Willen, das durchzuziehen und morgens die nassen Schuhe und die nassen Klamotten wieder anzuziehen, weil du keine trockenen hast, die du sonst anziehen könntest, und weiter zu laufen und weiter Spaß dabei zu haben und weiter zu hungern, bis du mal in eine Ortschaft kommst und dann 5000, 6000 Kalorien auf einmal futterst, das kommt nämlich vor, nennt sich Hiker-Hunger. Hunger, nicht Hanger. Hanger ist das Ding, wo das Flugzeug drin steht. Gut, jetzt wird es noch länger, jetzt wird es noch ausführlicher, die Zeit ist vorangeschritten. Meine Fresse, wie schnell das heute rumgeht. Meine Fresse. Ich habe gefühlt nichts anderes gemacht als dieses Video hier. Okay, mit mehreren Anläufen, und ich habe vorher nochmal schön notiert, was wiegt, wie viel, was will ich überhaupt mitnehmen, und noch eine schöne Gearliste gemacht und so weiter. Deswegen war das schon ein bisschen mehr Arbeit, als es jetzt eventuell aussieht. Ich bin raus. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Dann kann ich mir das Gepäck Zeug zum Mitnehmen Video für Grönland dann sparen, wenn es kurz davor ist. Ist auch nicht schlecht, dann spare ich da Zeit. Macht's gut. Tschüss.